Maximilian II., König von Bayern, 1829 bis 1830, Prinzenstraße 2. Maximilian II., Joseph, König von Bayern, geboren am 28. September 1811 in München, gestorben am 10. März 1864 in München, war ein deutscher Fürst aus der Familie der Wittelsbacher und von 1848 bis 1864 König der Bayern. Maximilian II. War verheiratet mit Marie Friederike von Preußen. Er war der Vater der bayerischen Könige Ludwig II. Und Otto I. sowie der ältere Bruder des Prinzregenten Luitpold. Leben. Er war der älteste Sohn von König Ludwig I. und dessen Frau Therese von Sachsen-Hildburghausen. 1829 bis 1830 studierte er an der Universität in Göttingen und 1830 bis 1831 an der Universität Berlin, wo er besonders Vorlesungen in Geschichte und Staatsrecht besuchte. Maximilian war Schüler der Gelehrten Friedrich Dahlmann und Arnold Heeren in Göttingen, Friedrich von Raumer und Leopold von Ranke in Berlin sowie Friedrich Wilhelm Joseph Schelling in München. Sein Geschichtsverständnis war stark von ihnen geprägt. 1830 wurde er zum Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ernannt. Bei einer Fußwanderung im April 1829 sah er die baufällige Ruine von Schloss Hohenschwangau. Er kaufte sie im Oktober 1832 und ließ sie von Domenico Coaglio als Sommerresidenz wieder aufbauen. Das Schloss wurde Vorbild für die Märchenschlösser seines Sohnes Ludwig II. Während seiner Kronprinzenzeit unternahm er in Europa weite Reisen, die ihn unter anderem nach Griechenland, Italien und England führten. Der König. Am 20. März 1848 übernahm er nach der Abdankung seines Vaters die Regierungsgeschäfte. Nach der Eidesleistung erklärte er in seiner Thronrede: „Ich bin stolz, mich einen konstitutionellen König zu nennen." Kurz nach seinem Regierungsantritt gewährte er eine Fassungsreform, die noch sein Vater zugestanden hatte. Es wurde ein neues Wahlgesetz verabschiedet, die Mitglieder der Zweiten Kammer wurden nicht mehr nach Berufsgruppen gewählt und der Landtag erhielt das Recht zur Gesetzesinitiative. Innenpolitik. Innenpolitisch war er ein Förderer von Wissenschaft und Kunst. Die Berufung berühmter Professoren, den sogenannten Nordlichter, an die Ludwig-Maximilians-Universität München festigte Münchens Ruf als Universitätsstadt, sorgte aber auch für Ängste bei der eher konservativen Bevölkerung, da die meisten Berufenen protestantisch und eher liberaler Gesinnung waren. Vom 25. September bis 13. Oktober 1854 hielt sich Leopold von Ranke auf Einladung des Königs in seiner Sommerresidenz zu Berchtesgaden auf. Seit 1854 führte Maximilian II. Wöchentlich mit der geistigen Elite Münchens, unter anderem Justus von Liebig, Symposien durch. Er ist auch der Gründer des Maximilianeums, einer bayerischen Hochbegabtenstiftung, in dessen Gebäude heute der Bayerische Landtag residiert. Am 20. August 1858 wurde die von ihm persönlich besonders unterstützte historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaft konstituiert. Außenpolitik. Außenpolitisch versuchte er die Selbstständigkeit Bayerns im Deutschen Bund zu wahren. Die am 28. März 1849 von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossene Reichsverfassung lehnte er ab. Dies löste den pfälzischen Aufstand aus. Der König rief preußisches Militär zu Hilfe und am 10. Juni 1849 marschierte auch ein bayerisches Armeekorps in der Pfalz ein, wodurch der Aufstand niedergeschlagen wurde. Zusammen mit seinem Minister Ludwig von den Pforten betrieb Maximilian in den folgenden Jahren das Konzept der Trias-Politik. Dieses sah vor, die deutschen Mittelstaaten unter Führung Bayerns zur dritten Kraft neben den beiden Großmächten Preußens und Österreich zu entwickeln. Regierungsstil. Volksverbunden und heimatliebend suchte er jedoch auch Kunst und Brauchtum des Volkes zu fördern, um ein bayerisches Nationalgefühl gegen die deutschen Einigungsbestrebungen zu setzen. So unterstützte er die bayerischen Trachten, Bräuche, Volksmusik und Sitten.
Im Sommer 1849 und 1855 bereiste er sein Königreich. Vom 24. Juni bis zum 27. Juli 1858 unternahm er eine Fußreise durch sein Land, die in Lindau begann. Wegen des häufigen Regens musste er jedoch mehrmals die mitgeführte Karosse benutzen. Für seine Regierungspolitik war das wiederholte Anfordern von Gutachten seiner Minister und der ihn umgebenden Gelehrten charakteristisch, wodurch Entscheidungen oft lange hinausgezögert wurden. Das Verhältnis zu seinem Vater, der seine Bautätigkeit weiter fortsetzte, war gespannt. Er starb nach einer nur 3 Tage dauernden heftigen Krankheit. Die Mediziner erklärten diese als eine rasch sich ausbreitende Rotlauferkrankung auf der Brust. Er wurde in der Theatinerkirche in einer Seitenkapelle beigesetzt. Nachkommen: König Maximilian II. Josef verlobte sich am 23. Januar 1842 mit der Prinzessin Marie Friederike von Preußen, 1825 bis 1889, Tochter des Prinzen Friedrich Wilhelm Karl von Preußen und seiner Gattin Maria Anne Amalie von Hessen-Homburg, aus der am 12. Oktober 1842 in München geschlossenen Ehe gingen 2 Söhne hervor. Ludwig Otto Friedrich Wilhelm, 1845 bis 1886, 1867 Verlobung mit der Prinzessin Sophie von Bayern, 1847 bis 1897 als Ludwig II. König von Bayern, und Otto Wilhelm Luitpold, 1848 bis 1916 als Otto I. König von Bayern. Gedenken. In München erinnern unter anderem die Prachtstraße Maximilianstraße mit dem Max-Monument und das Maximilianeum an den König. Die ehemalige Maximilian II. Kaserne wurde ebenfalls nach ihm benannt. Die Ortschaft Maximiliansau in der ehemals bayerischen Rheinpfalz wurde 1858 nach König Maximilian II. Josef benannt. Ebenso das Stahlwerk Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg. Im Jahr 1853 begründete Maximilian II. Den Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, der nach einer Unterbrechung zwischen 1993 und 1980 bis heute als höchste bayerische Auszeichnung verliehen wird.